Suge Knight und Death Row Records, das krasseste Rap-Label, die krasseste Dynastie der 90er Jahre. Um genau zu sein, von 92 bis 96 war Death Row das mit Abstand erfolgreichste Rap-Label der Welt. Die verantwortlichen Männer dafür stellen sich so zusammen. Die CEOs Dr. Dre, Suge Knight und The DOC, im Hintergrund der Anwalt David Kenner und der Geldgeber und Investor Harry O., aka Michael Harris. Mit vereinten Kräften schaffen sie das Grundfundament für Death Row Records. Suge ist nicht gerade ein Unbekannter in der Rap-Welt. Neben Dr. Dre und Harry O. ist vor allem er nach außen hin der CEO und Executive Producer des wohl berühmtesten Rap-Labels aller Zeiten, Death Row Records. Und? Bock? Okay dann. Let's do this. Marion Hugh Knight Jr. wird am 19. April 65 in Compton geboren. Seine Eltern lernen sich auf der Highschool kennen. Daddy war Footballer, Mutter Cheerleaderin. Sie selbst sagt, sie wollte immer mit einem gut aussehenden Footballer zusammen sein. Seine Mutter war Hausfrau und kümmerte sich immer ums Zuhause. Sie verstirbt im Alter von 77 im Jahr 2018. Suge darf an der Beerdigung nicht teilnehmen, da er wegen Mordes noch immer in U-Haft sitzt, aber er finanziert die ganze Trauerzeremonie selbst. Angeblich etwa $50.000. Er wird dann letztendlich im Oktober 2018 für fast 3 Dekaden verknackt werden. Aber bleiben wir in Marions Kindheit. Sein Vater ist Hausmeister in UCLA und wird danach Truckfahrer. Einer der am härtesten arbeitenden Männer, die Suge je gesehen hat, sagt er in seiner Doku America's Dream, America's Nightmare von 2018. Sein Vater ist übrigens auch derjenige, der ihm sagt, du kannst entweder hart arbeiten für wenig Geld, wie jeder es macht, oder ein Geschäftsmann oder Entrepreneur werden und dein eigener Chef sein. Letztendlich entscheidet sich Suge für den Businessweg. Sein Spitzname ist sogar Sugar Bear, aber wird irgendwann in Jugendzeiten einfach durch Suge ersetzt werden. Sie leben in Compton, bevor er der notorische Stadtteil von L.A. wird, der für seine Gangaktivitäten bekannt wurde. In den 50ern und 60ern ist Compton sogar eine überwiegend von Weißen bewohnte und friedliche Mittelschichtgegend. Dies ändert sich erst in den 70ern und 80ern. Bis dahin wächst Suge mehr als gut und solide auf, mit Eltern, die ihn starke Werte und Verantwortung lehren. Für Hood-Verhältnisse ist seine Familiensituation fast schon privilegiert. In seiner College-Zeit fällt er neben seiner Intelligenz vor allem durch seine Fähigkeiten im Football extrem positiv auf. Sein Talent bringt ihm ein Stipendium an der University of Las Vegas ein. Er wird sogar zu einigen Einsätzen in der amerikanischen Profiliga NFL bei den Los Angeles Rams einberufen. Dadurch landet er im Fokus der 49ers und sie bekunden irgendwann sogar Interesse. Ein offizieller Vertrag wird angeboten. Suge will natürlich annehmen, aber deren Angebot wird wieder zurückgezogen, als sie erfahren, dass Suge 87 in Las Vegas innerhalb eines Wortgefechts mit einem Freund die Waffe zieht und einmal auf diesen schießt. Er überlebt, aber dafür bekommt Suge 5 Jahre auf Bewährung. Und mit dieser Art von Image, dieser Gewaltbereitschaft und Unberechenbarkeit wollen die 49ers nichts zu tun haben. Suge sagt dazu in einem Interview, er wollte eh was anderes machen als Football, und zwar ins Showbusiness einsteigen, vorzugsweise Musik. Zudem hat er Sandkastenfreunde und viele Homies aus Jugendzeiten, die in Gangs sind. Eine der am meisten vertretenen in Suges Umgebung sind die Mob Pyrus, eine Sektion der Bloods. Doch auch von den Crips kennt er ein paar Jungs, mit denen man die meiste Zeit neutral und cool ist. Einer davon ist Dwayne Johnson. Nein, nicht The Rock, sondern Keefy D. Aber den spare ich mir für später auf.
Knight fängt 88 an, als Türsteher und Security für Clubs zu arbeiten. Bei einem Job in einem Club trifft er Backstage auf Bobby Brown. Dort schmuggelt sich ein verrückter Fan von Brown rein, der es schafft, ihn zu attackieren. Suge Knight reagiert schnell und geht sofort dazwischen. So verhindert er Schlimmeres. Von da an will Bobby Brown Suge als seinen persönlichen Bodyguard. Als Bobby dann auf Tour gehen will, stehen ihm ein paar Typen im Weg, denen er noch Geld schuldet. Und er hat Angst vor ihnen, so richtig, weil sie angeblich ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben. Er hat Angst um sein Leben und kann deshalb letztendlich auch nicht auf Tour gehen. Er denkt, die wollen ihn umbringen. Suge beruhigt ihn und verspricht, dass er das regeln würde. Und ob man es glaubt oder nicht, im Endeffekt haben sie sich sogar bei Bobby Brown entschuldigt und ihm versprochen, nie wieder irgendwelche Probleme zu machen. Suge sagt dazu nur, er habe die Typen besucht und war direkt ziemlich aggressiv. Jedenfalls, dieser Moment wird der Schlüsselmoment, welcher Suge Knights Ruf ins Leben rufen wird. Denn ab diesem Moment spricht sich sehr schnell rum, dass mit Suge nicht zu spaßen ist. Einer mit Rückgrat, der von nichts zurückschreckt und sich durchsetzt. Mit ganz miesen Leuten im Rücken. Bereit zu allem. Durch sein Leben hinter dem Künstler und besonders auf Tour lernt Suge jeden Tag neue Leute und somit auch jeden Tag mehr über das Business kennen. Unter anderem erfährt er zum Beispiel, dass die Songwriter der Künstler in dieser Industrie allesamt abgerippt werden. Er fängt 89 an, folgende Künstler zu managen: Jodeci, Mary J. Blige und The D.O.C. Mary ist die Künstlerin, die bei Uptown in New York gesigned ist, wo Puff Daddy ab 1990 als A&R und Talentscout quer einsteigt. So entsteht der Kontakt zwischen den beiden im Endeffekt, aber auch dazu komme ich später. Chocolate war sein erster wirklicher Erfolg. Rapper und Songwriter Mario Johnson aka Chocolate schreibt an dem Hit Ice Ice Baby von Vanilla Ice mit. Und als der Song Verkaufsrekorde bricht, kommt Suge Knight erst richtig zur Entfaltung. Chocolate hat das Angebot bekommen, als Ghostwriter mit $100.000 entlohnt zu werden. Er will annehmen. Suge sagt, das machen wir nicht. Und so taucht Suge zweimal aus dem Nichts auf, genau da, wo Vanilla Ice sich gerade aufhält. Einmal im Hotelrestaurant, wo Robert Van Winkle mit seiner Perle und zwei Bodyguards zu Abend isst. Suge Knight kommt mit einem halben Footballteam. Suge weist ihn freundlich darauf hin, dass er nicht stören möchte, nur anmerken, dass die beiden noch eine Kleinigkeit zu besprechen hätten. Beim nächsten Mal, ein paar Stunden später, steht Suge vor der Hotelzimmertür von Ice. Als er klopft, öffnet die Perle. Sie drängen sich ganz behutsam und langsam ins Zimmer, schieben die Perle zur Seite. Hier stellt Suge Vanilla Ice zur Rede und erklärt ihm die ganze Situation in Ruhe. Währenddessen legt Suge behutsam seinen Arm um Ice und die beiden gehen dabei auf den Balkon. Hier gibt es nun drei verschiedene Aussagen. Erstmal die Aussage von Vanilla Ice. Er hat mich nach unten sehen lassen und mir gezeigt, wie hoch das ist. Ich musste an dem Tag eine Windel tragen und war so eingeschüchtert, dass ich alles hätte getan, um diese Situation unbeschadet zu überstehen. Zweitens, die Aussagen von Chocolate und Suge. Wir haben nur geredet. Das ist alles niemals passiert. Und Nummer 3, der Mythos, die Legende, dass Suge Vanilla an den Füßen gehalten hat und über die Balkonbrüstung gehangen haben soll und er daraufhin erst unterschrieben habe. Was nun letztendlich stimmt, ist umstritten und bleibt es wahrscheinlich auch und deshalb bleibt es wohl auch für immer eine Legende. Was auf jeden Fall Fakt ist, Suge Knight legt ihm ein Stück Papier vor die Nase, das er laut vorlesen soll und danach am besten direkt unterschreiben. Es liege nur an ihm selbst. Je länger er damit warte, desto länger blieben sie hier alle zusammen. Ice zögert keine Sekunde und unterschreibt. Die Prozentpunkte, die daraus resultieren, werden ein Teil des Fundaments von Death Row Records werden. Es ist der Punkt, der Suges Leben, das Leben all seiner Leute und die gesamte Musikindustrie verändern wird. Suge selbst bestreitet diese Vorwürfe natürlich und redet dabei immer um den heißen Brei. Nebenbei angemerkt, ich persönlich kaufe Suge Knight das allerwenigste von dem ab, was er jemals in Interviews erzählt hat. Aber egal. Alle sprechen darüber und jeder hört von den rabiaten Verhandlungstaktiken und von dem ganzen Umfeld, das ihn umgibt.
Das macht extrem schnell die Runde. Schuck will diese Gerüchte überhaupt nicht erst aufklären, er genießt diesen plötzlichen Respekt, den er durch seine Moves entgegengebracht bekommt. Und allmählich gibt es vermehrt auch Rückrufe von Labels. Erst jetzt, nach vielen gescheiterten Kontaktversuchen von Schucks Seite. Die Leute im Musikbusiness fangen langsam an, Schuck wirklich ernst zu nehmen und zu respektieren. Das gefällt ihm. Hier denkt Schuck zum ersten Mal über die Möglichkeit nach, richtig ins Business einzusteigen. Sein Plan ist, sich von keinem, egal wie groß, über den Tisch ziehen zu lassen. Er will das ganze Rap-Biz auf den Kopf stellen und übernehmen. Wie man das am besten macht? Kontakte knüpfen, Künstler besorgen, Geld besorgen und selbst in eine eigene Plattenfirma investieren, bei welcher die Artists alle so vergütet werden, wie sie es verdienen. Zunächst braucht Schuck noch einen zuverlässigen Partner im Business und so wendet er sich an The DOC. Ein Rapper, der von Anfang an im Death Row-Umfeld dabei ist und schon textliche Unterstützung bei NWA geleistet hat. Er war ab 88 eigentlich sogar inoffizielles Mitglied von NWA. Ein sehr guter Rapper und legendärer Textschreiber. Leider hat er Anfang der 90er einen so schweren Autounfall, dass unter anderem seine Stimmbänder darunter leiden werden. Seine Stimme ist seitdem nicht mehr dieselbe und klingt extrem rau und er ist seitdem schwieriger zu verstehen. Er bringt nur ein Album raus, No One Can Do It Better von 89, sogar recht erfolgreich. Nach dem Unfall rappt er selber aber kaum bis gar nicht mehr. Jedenfalls lehnt The DOC ab und meint, allein könne man das nicht stemmen und verweist auf Dr. Dre. Sie beide, aber vor allem Dre, seien bei Ruthless Records mit Vertrag und Entlohnung voll unglücklich, so dass es zu internen Streitigkeiten zwischen Dre und Easy kommt. Und da kommt Dres Streit innerhalb NWA oder Schuck wie bestellt. Egal wie man es sehen will. Auf jeden Fall ist Dre zu dieser Zeit noch bei Ruthless gesigned, also bei Easy unter Vertrag, ist aber bereits so unzufrieden, dass er da am liebsten ganz weg will. Zusammen mit The DOC muss Schuck Dr. Dre richtig zulabern und überreden, damit er bei dem Label mitmachen will. Es dauert, aber sie können ihn am Ende wirklich überreden. Er entscheidet sich für Death Row und gegen Ruthless. Zuerst mal muss Dre aus seinem bestehenden Vertrag geholt werden. Schuck regelt das mit seinem Football-Team und besucht den damaligen Anwalt von Ruthless Records. Bei erzwungener Einsicht in Dres Künstlervertrag wird klar, dass Dre nur 2 Cent pro verkaufter Platte bekommt. Der Schock muss erstmal verdaut werden. Mit diesem Wissen macht Dre, Easy und Jerry Heller danach auch unmissverständlich klar, dass er und auch The DOC extrem unzufrieden sind und keinen Bock mehr haben. Easy bleibt stur und lässt sie nicht aus den Verträgen. In der Ratlosigkeit schmiedet Schuck folgenden Plan. Dre soll Easy zum Versöhnungsgespräch ins Studio bitten. Allein, unter 4 Augen, unter Freunden. Easy erscheint. Schuck und sein Football-Team umstellen ihn im Studio und fordern ihn auf, wie bei Vanilla Ice, die vorgelegten Verträge zu unterschreiben, um Dre und DOC zu entlassen. Auch nach Prügeln weigert sich Easy. Schuck greift zum letzten Mittel und gibt ihm ein Stück Papier in die Hand. Easy faltet es auf und liest die Adresse seiner Mutter. Da bekommt Easy so Paranoia, dass er unterschreibt und Dre damit vom Label Ruthless Records befreit. Naja, nur zum Teil, denn ein Prozentsatz von Dres Einnahmen werden noch jahrelang an Easy und Heller gehen, in Millionenhöhe. Dre hat bis dahin bereits über 15 Millionen von ihm produzierte Tonträger verkauft, was soll's. Zudem hat Ice Cube ebenfalls noch 2 Jahre vor Dre NWA verlassen. Er hat schon als erster gepeilt, dass die Verträge einfach der brutalste Abzug waren. NWA hat damals gefragt, was willst du jetzt machen? Solo weitermachen? Yep, hat Cube gemacht und schon im Mai 1990 droppt er sein erstes Soloalbum, America's Most Wanted. Deswegen ist Easy eh schon voll pissig. Aber jetzt, mit dieser Nummer von Suge Knight, wird er so wütend, dass er plant, ein Attentat auf Suge Knight zu verüben oder verüben zu lassen. Er meint es ernst. Aber Jerry Heller kann ihm das ausreden. Easy war keiner, der sich irgendwas gefallen ließ. Mit dem Gangumfeld um ihn herum war er durchaus auch mächtig genug, um dir ein Killerkommando aufzuhetzen. Easy. Leider verstirbt er schließlich im März 95 an den Komplikationen einer plötzlichen AIDS-Infektion.
Es entstehen schnell Gerüchte, die besagen, Schuck habe in Auftrag gegeben, Easy mit einer infizierten Nadel stechen zu lassen. Oder zumindest etwas in dieser Art. Sogar der Sohn von Eazy-E, Lil Eazy-E, bestätigt diesen Verdacht. Es ist also kein Geheimnis, dass vermutet wird, dass es so abgelaufen sein könnte. Schuck selbst macht tatsächlich einmal folgende Aussage in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel. This is a new thing, right? Yeah. See, if somebody gonna do something about it, see, right. Technology is so high, right? Right. So if you shoot somebody, you go to jail forever. So the kids, you don't want to go to jail forever, right? Right. So they got this new thing out that people sell them all the time. They got this stuff to call, they get blood from somebody with AIDS. Yeah. And then they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. You know, that's yeah. a slow death. Yeah. Yeah. Easy thing, you know what I mean? Yeah. Oh, no. Okay. Way to lighten the mood. Yeah. Wow. Schuck ist also selbst dafür verantwortlich, dass dieses Gerücht lebendig wurde. Obwohl Schuck ein notorischer Lügner ist, kaufe ich ihm das sogar irgendwie ab. Neben dem persönlichen Streit, der aus der Trennung zwischen Easy und Dre entsteht, erscheinen auch einige Diss-Tracks, zum Beispiel Dre Day von Dre und Snoop oder Real Motherfucking G's von Eazy-E und seinen Jungs. Das sind zumindest komplette Diss-Songs gegen die andere Seite. Es gibt aber auf mehreren Songs Sticheleien und vereinzelte Lines gegeneinander. Der Beef zog sich von 92 bis 95 und wurde zwischendurch sogar physisch. Vor allem zwischen Dog Pound und 213 gegen Leute von Eazy-E mit Jungs von Bone Thugs in Harmony. Eazy hat die Jungs ja 94 mit ihrer EP Creepin' on a Come Up supported und rausgebracht. Wie auch immer. Dre stand am Ende an Easys Totenbett und hat extrem bereut, dass sie das Kriegsbeil nie begraben konnten. Man darf nicht vergessen, sie kamen zusammen als Freunde ins Game. Zurück zu Death Row. Die Finanzspritze, die Schuck durch Vanilla Ice ermöglicht, reichte nur begrenzt. Für das Label musste mehr Geld her. Und so kommen wir zum nächsten wichtigen Sponsor und Hintermann für den Start von Death Row Records. Kommen wir zur nächsten wichtigen Person im Hintergrund von Death Row, Michael Harris, aka Harry O. Tonight, the story of a man who tried to murder his best friend. At the same time, he was attempting to win his way into Beverly Hills acceptance. This is Michael Harris, a man drug agents describe as a major cocaine trafficker. At the young age of 26, he had already made millions of dollars. These are his roots, the streets of South Central Los Angeles, where he started pushing dope on street corners and hung with a blood street gang called the Bounty Hunters. In the drug world, he is known as Harry-O. He had started doing numerous things in the community. Harris built an organization that distributed cocaine in California, Arizona, Texas, Michigan, Illinois, Iowa, Indiana, Missouri, Louisiana, Florida, and New York. Investigators say he dealt so much cocaine, major Colombian drug kingpins like Mario Villabona were obliged to deal directly with Harris. But like a mob godfather, Harris sought to legitimize his illicit fortune and gain Beverly Hills respectability. Und mit genug Geld auf der Seite zieht sich letztendlich aus dem Exotik-Business zurück und investiert sein Geld in insgesamt rund 20 Geschäftszweige, darunter zum Beispiel Limousinen-Service, Immobilien, Grundstücks- und Baufirma, Musiklabel, Schönheitssalons und Events in Clubs, ja sogar am Broadway, in dem sogar der junge Denzel Washington mitspielt. Zudem tat er auch sehr viel innerhalb und für die Communities. Kurz angemerkt, einige Afroamerikaner hatten bereits das Glück, auf dem Broadway auftreten zu können, aber Harry O. war der erste afroamerikanische Executive Producer, der sich am Broadway etablieren konnte. Zu der Zeit mit Mitte 25, Ende der 80er, einfach nie da gewesen. Kannst du mal sehen, was ein Ruf und ein dickes Portemonnaie ausmachen. Jedenfalls als dieser mitbekommt, dass Suge Knight mit Dr. Dre zusammenarbeitet, bittet er Kenner, Kontakt herzustellen. David Kenner ist unter anderem seit längerem schon sein Anwalt und ebenfalls auch von Suge Knight. Kenners Hauptjob ist es, die Deals mit Suge zu klären, Harry O. zu beteiligen und vor allem Harry O. wieder aus dem Knast zu bringen. Er ist dabei kein Anwalt, der spezialisiert auf das Musikbusiness ist, sondern spezialisiert für Kriminalfälle.
Ein charismatischer Typ, sehr mafiaartig, der auch privat extrem viel Zeit bei und mit seinen Klienten verbringt, Party macht und die Sau rauslässt. Einfach gesagt, der persönliche Saul Goodman von Death Row Records. Nur in einer ernsteren und viel bösartigeren Version als Saul Goodman selbst. Als Shook Michael Harris letztendlich im Knast besucht und sie den Deal besprechen, wird Harry O. daraufhin insgeheim der Geld- und Namensgeber von Death Row Records werden. Was das Geld angeht, 1,5 Millionen Dollar. Damit stellt er sogleich das Geld zur Verfügung, womit Shook und Dre ihr erstes eigenes Tonstudio kaufen können. Die Truppe um Dre ist schon vor dem letztendlichen Kauf monatelang in diesem Studio, welches von Dick Griffey, CEO von Solar Records, zur Verfügung gestellt wird. Noch bevor sie es letztendlich kaufen werden, sind sie zur Miete darin. Dieses ist Griffey aber bereit, ihm zum Verkauf anzubieten. Da Harry O. aber, wie gesagt, seit 88 verurteilt im Gefängnis sitzt, werden die Verträge zum Deal zwischen Harry O., Shook Knight und Dre im Februar 92 im Knast unterzeichnet. Mehr Gangster geht nicht. Jedoch für seine früheren Geschäfte wird Harry O. letzten Endes auch 88 verknackt werden. Aber er hat aus dem Gefängnis heraus immer noch so viele legale Geschäfte laufen und so viele Leute unter sich, sodass er immer noch ein extrem mächtiger, reicher und gefährlicher Mann ist. Bei dem Deal mit Shook gründet Harry O. gleichzeitig die Hauptfirma Godfather oder GF Entertainment mit verschiedenen Abteilungen und die Aufteilung legt sich in Musik, Film, Fernsehen und Comedy fest. Durchgestartet werden soll mit der Abteilung Musik, nämlich Death Row Records. Shooks Tür auf dem Weg zum Label CEO. Sie haben noch keinen Namen. Dre will am Anfang die ganze Zeit folgenden Namen nehmen. Future Shark Records. Aber Shook findet das zu corny. Harry O. kommt angeblich auf Death Row. Die Jungs gucken erst, ob sie das nicht in Def, also D-E-F, Bro, umwandeln. Aber das klingt dann im Endeffekt zu ähnlich nach Def Jam. Sie bleiben im Endeffekt bei Death Row. Und zwar deshalb, weil Michael Harris für seine restliche Lebenszeit sitzen wird und es sein Todesurteil ist. Deshalb Death Row, Todestrakt. Wie gesagt, man entscheidet sich am Ende für was Eigenständigeres, um es authentischer an die Situation von Harry O. anzupassen. Death Row Records. Allerdings ist der Name bereits rechtlich vergeben an The Unknown DJ, der auch für MCA tätig war. Sie machen einen Deal und der Name kann übernommen werden. Das erste Investmentkapital für das Label wurde bereits bei der Aktion mit Vanilla Ice erworben. Damit wird unter anderem das anfangs nur gemietete und später gekaufte Studio finanziert, sowie einiges an Studio-Equipment, das sofort besorgt wird, sobald Shook Knight die Schlüssel in die Hand bekommen hat. Neue Sitze, neue Stühle, neue Couches, neue Boxen. Dick Griffey ist übrigens auch Shook Knights Mentor, was Labelwissen, Verträge, Artist-Management, Präsentation und so weiter angeht. Er hat Shook an die Hand genommen und ihn durch viele Facetten im Business geführt. Einem sehr erfahrenen Typ im Business. Er hat mit Leuten wie The Whispers und Babyface zusammengearbeitet. In der Death Row-Doku Welcome to Death Row gibt Griffey detaillierte Angaben über die Zeiten mit Shook. Dick Griffey verstirbt 2010. Kommen wir zum Deal mit Interscope Records. Der angestrebte Deal mit Sony scheitert. Aufgrund der taktischen, eher unkonventionellen Arten und Weisen von Herrn Knight, die er bei Eazy-E an den Tag gelegt hat. Das hat sich bis Sony rumgesprochen, ist denen zu heikel. BMG lehnt auch dankend ab, die Lyrics sind ihnen zu kontrovers. Nur Interscope haben Interesse an einem Vertriebsdeal. Aber sie bieten Shook und Dre zuerst einfach 1 Million an und dann noch die gängigen Prozentpunkte. Oh oh, sie versuchen es schon wieder. Sie versuchen schon wieder, Dre über den Tisch zu ziehen. Interscope sieht klar das Geld. Nope, sagen Shook und Dre. Shook besteht zum Beispiel auf die Masterbänder und auch viel höhere Prozentpunkte und so weiter. Für eine 10-Dollar-CD bekommen sie somit 3 bis 4 Dollar. Shook weiß natürlich auch, dass Interscope kurz vor der Pleite steht und nutzt dieses Wissen beim Verhandeln geschickt und es klappt. Die Bedingungen werden akzeptiert und dann Deal. Diese erste Version des Deals beinhaltet ebenfalls Harry O. Noch.
Am 25. Februar 1992 schmeißt Death Row dann seine riesige Einweihungsparty im höchst angesagten Nobelschuppen Jason's in Beverly Hills. Eingeladen sind jede Menge Stars und bekannte Gesichter aus der Entertainment-Branche. Der Event kostet Death Row zwischen $35,000 and $50,000. Und am Anfang reden Shug Knight und Anwalt David Kenner auch darüber, dass Harry O. hier definitiv ein Major Part ist. Sogar vor der Kamera. Ist er anfangs auch. Er ist der Hauptsponsor ihres Budgets. So far as GF Entertainment goes, with the studio and the films, we're giving all the youngsters an opportunity from all the neighborhoods. Well, basically we haven't forgot where we came from. GF Entertainment is a multimedia company. We have Death Row Records, we have a movie production unit, concerts, we're going to be doing pay-per-view concerts and all kinds of exciting. Aber wie haben Snoop und Dre sich eigentlich kennengelernt? Dre und sein Stiefbruder Warren G sind auf einer Hausparty. Warren G ist der DJ von 213, der Gruppe von Snoop, dem Sänger Nate Dogg und Warren G. 213 steht für die Vorwahl von Kalifornien. Tatsächlich gibt es zwei Vorwahlen. Einmal die 323 und dann die 213. Und da die Jungs in 213 leben, wählen sie die Zahl als ihren Crewnamen, ihre Hood repräsenten. Auf dieser Party entsteht nur durch den Move von Warren G überhaupt erst die Möglichkeit, dass Dre deren Demo hört. Als sie auf der Party zusammenstehen, packt Warren G deren Demo-Tape aus und fragt Dre, willst du mal hören? Dre will. Sie gehen ins Nebenzimmer, Warren G schmeißt das Demo-Tape rein und Dres Kopf geht sofort hoch. Wer ist das? Und tada, Dre ist fasziniert von Snoop, fasziniert von seiner einzigartigen Stimme. Einige Wochen später ruft Warren G bei Snoop an. Dicker, ich hab Dre am Telefon, er will, dass wir ins Studio kommen. Snoop denkt, per Prank, und legt wieder auf. Beim zweiten Anruf erst kommt Dre ans Telefon und Snoop erkennt direkt die Stimme. Er kann es trotzdem nicht glauben. Eins seiner größten Idole überhaupt ruft ihn an. Und der Rest ist Geschichte. Deep Cover wird direkt ein erster Erfolg und Snoop ist maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass auch direkt Geld in die Death Row Kasse kommt. Erster Longplayer-Streich wird dann das Solo-Debütalbum von Dr. Dre, The Chronic. Es erscheint am 15. Dezember 1992. Auf diesem sind neben Dr. Dre und Snoop auch noch andere Jungs und frische Talente, die mitgeschrieben oder komponiert haben. Einige von ihnen sind sogar zu hören, wie zum Beispiel Daz Dillinger und Corrupt aka The Dog Pound, Nate Dogg, Warren G, The Lady of Rage, RBX, The DOC, Jewel und Bushwick Bill von den Ghetto Boys. Es wird direkt ein Classic. Nicht nur amerikaweit, nicht nur an der West Coast, nein, weltweit. Aber das Album ist eigentlich eine Compilation, jedenfalls technisch gesehen. Für die Qualität und den Erfolg der musikalischen Produktion ist Dr. Dre höchstpersönlich verantwortlich und schafft mit Chronic nicht nur einen Klassiker, sondern macht Death Row damit schlagartig zu einem der einflussreichsten und erfolgreichsten Labels der Welt und erfolgreichsten Labels der Zeit. Heute wird The Chronic nicht selten unter die besten 10 Rap-Alben aller Zeiten gesetzt. Es bleibt 8 Monate lang in der Billboard Top 10 und verkauft weltweit über 5 Millionen Kopien und generiert damit $50 Millionen, was Interscope Records letztendlich den Arsch rettet. Durch die Gründung einer zugehörigen Managementfirma kann Shug im folgenden Jahr DJ Quick unter Vertrag nehmen. Durch einen Vertriebsdeal mit Interscope ist die geschäftliche Seite in trockenen Tüchern. Und dann kommt das Jahr 1993. Die Death Row Glückssträhne hält an, denn schon im November 1993 erscheint Snoops lang erwartetes Debütalbum Doggy Style. Es ist im Herbst 1993 einfach das meist erwartete Rap-Album der Geschichte und macht ihn direkt zum neuen Helden und Aushängeschild der West Coast. Es geht direkt auf die 1 und verkauft allein in der ersten Woche über 800.000. Sehr kurz danach geht es sogar Platin und im Laufe der Zeit Multiplatin. Es ist bis dahin das erfolgreichste Release des Labels. Mit dem Erfolg kommen selbstverständlich auch Kritikstimmen.
zum Beispiel in Form von Dolores Tucker. Sie startet eine Schlammschlachtkampagne gegen Gangster-Rap und versucht, Platten wie Doggy Style, The Chronic und viele andere verbieten zu lassen. Dazu möchte sie ihr eigenes Plattenlabel gründen, um die besagten Künstler unter Vertrag zu nehmen, in denen die künstlerische Freiheit eingeschränkt würde, um dem Problem entgegenzusteuern. Schuck und seine Künstler lehnen sich natürlich dagegen auf. Die Kampagne scheitert. Im Endeffekt wollte die gierige Olle einfach einen Fuß ins Plattengeschäft bekommen, auch wenn sie das bestreitet. Tupac disst diese Dame übrigens ein paar Mal auf seinem All Eyes on Me Album. In dieser Zeit wird David Kenner ganz offiziell der Death Row Anwalt, auch wenn er vorher schon immer im Hintergrund anwesend und auch aktiv war. Er kommt voll zum Einsatz, nachdem Snoop 93 wegen Mordes angeklagt wird. Bei einer Auseinandersetzung soll Snoop auf den jemanden geschossen haben, der danach verstorben ist. Dabei war es der Bodyguard von Snoop, der sich angeblich aus Notwehr so verhalten hatte, da der Angeschossene zuerst nach seiner Waffe griff. Aber mit Kenner an seiner Seite wird er freigesprochen. Um daraus Kapital zu schlagen, produzieren Shook, Dre und Snoop den Kurzfilm Murder Was The Case, in dem Snoop sich selbst spielt. Einen chilligen, zugesmokten Weiberheld, der Stress mit dem Kerl der Ollen bekommt, mit der er gerade verkehrt. Der Freund wird übrigens von der Legende Charlie Murphy dargestellt, dem älteren Bruder von 80s Legende Eddie Murphy. Charlie Murphy, Alter, auf jeden Fall einer der lustigsten Menschen, die ich je gesehen habe. Jedenfalls, als die beiden an der Corner aufeinandertreffen, gibt's eine Schießerei, bei welcher Snoop erschossen wird. Dazu kommt Ende 93 die entsprechende Single, Murder Was The Case vom Doggy Style Album, neu als Remix mit neuem Beat und neuen Lyrics. Gänsehaut, als er den Song live bei den VMAs 93 performt. Was the case that they gave me. I'm fresh about my coma. I got my mama and my daddy and my homies in my corner. It's gonna take a miracle, they say, for me to walk again and talk again. But anyway, I get running some keys to get back on my feet. And everything that brother said came to reality. Der Soundtrack ist an dieser Stelle nicht zu verachten. Mit Songs von allen möglichen Death Row Größen, deren Umfeld bis hin zu Affiliates. Snoop, Dre, Ice Cube, Dog Pound, Trey D, Nate Dogg, Jewel, Danny Boy, Sam Snead, Jodeci, B. Rizzell und DJ Quick, der hier übrigens mit Dollars and Cents seine Antwort zum vorangegangenen MC8-Diss Death Wish 3 raushaut. Der Soundtrack droppt 94 und hat mich im Alter von 16 echt krass begleitet. Zeitreise, wenn ich die Songs darauf höre. Der Solo-Song von Nate Dogg, One More Day, ist dabei einer meiner Favorites auf dem Album und generell auch von ihm wahrscheinlich mein Lieblings-Nate Dogg-Song ever. You Better Recognize von Sam Snead ist ebenfalls eine Single. Da dieser den Videoclip ohne Absprache in New York gedreht hat, sind Shook und die Jungs pissig. Als bei einem internen Meeting im Death Row Office alle zusammenkommen, um die Videopremiere von Sneeds Song im TV zu feiern, machen sie eine Sitzrunde, in welcher Sam Snead in der Mitte sitzt, alle auf den Fernseher gerichtet. Sie schauen sich das Video an. Shook mutet den Fernseher irgendwann und fragt, wie kommt's, dass keiner von uns in dem Video ist? Nur New Yorker. Wie respektlos kann man sein? Auch noch in diesen Zeiten. Was denkst du, wer du bist? Shook klatscht ihm eine, dann rät er dem Nächsten, sich frei zu machen und ihm auch eine zu geben. Viele schlagen einmal zu, manche treten, über 20 Mann. Aber weiter mit Shook. Knight heuert im Laufe der ersten zwei Jahre außerdem viele Homies aus der Hood und sogar frisch aus dem Knast für Dienste bei Death Row an, wie Botengänge, Einkaufen, Leute finden, Probleme klären, Security, alles Mögliche. Leute wie Heron. I ain't never had a job before in my life until I started working for Shook. You know, in and out of jail, you know what I'm saying? Did a little bit of everything, you know what I'm saying? Now I'm, you know what I'm saying? Shook hat sogar Compton und LA Cops im Team, die nach der Schicht, zum Beispiel an Wochenenden, bei Death Row als Türsteher oder Bodyguards arbeiten. Einer davon ist zum Beispiel Rafael Perez. Es ist heute kein Geheimnis mehr, dass dieser ein korrupter Cop war, der unter anderem Bankräube und Morde drauf hatte. Als Rampart Scandal in den Schlagzeilen betitelt. Und über den sogar eine Art Autobiografie als Hollywood-Blockbuster mit Denzel Washington in der Hauptrolle verfilmt wurde.
Falls du nicht weißt, welcher, hier das Cover. Yep, Training Day. Der Film ist das Porträt von Rafael Perez. Crazy, oder? Außerdem eröffnet Knight einen Nachtclub in Las Vegas, den Club 662. Schuck kann nicht leugnen, dass der Laden und das Drumherum für kontroverse Verbindungen zu kriminellen Gangs berüchtigt ist. Der Erfolg des Labels hält Schuck aber leider nicht davon ab, sich weiter im kriminellen Milieu zu betätigen. Es hagelt weiter Anklagen wegen illegalem Waffenbesitz und schwerer Körperverletzung. Dazu gräbt Schuck ab 95 das Kriegsbeil gegen den East Coast Mogul P. Diddy aus, damals noch Puff Daddy oder Puffy. Schuck und Puffy sind seit Anfang der 90s Homies. Puffy ist A&R und Talentscout für Uptown Records, wo Mary J. Blige unter Vertrag ist. Sie wird von Suge Knight gemanagt. Sie ist die Schnittstelle, die aus den beiden Freunde werden lässt. Es soll aber keine lange Freundschaft bleiben. Irgendetwas scheint Herr Knight an Puffy so zu stören, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es knallt. Ob es sein Erfolg ist, seine Art, ob er mal irgendwas Unangebrachtes zu Suge gesagt hat oder wer weiß was auch immer. Jedenfalls durch eine von Suge Knight entfachte Konversation mit Puffy auf der B-Day Party von Jermaine Dupri in Atlanta kommt es zu einem Streit zwischen Puffy und Suge. Es wird so laut, dass Suge Puffy eine klatscht und es eine Rangelei zwischen den beiden Parteien gibt. Er sieht sich eindeutig über Puffy, vor allem weil Death Row sich bis hierher, also 95, bis an die Spitze gearbeitet hat und auch Bad Boy und alle anderen Konkurrenten überholt hat. Aber Puffy lässt sich nicht einschüchtern und macht ebenfalls seinen Mund auf. Etwas später auf der Aftershow im Club wird dann draußen, nach einer weiteren vorangegangenen Rangelei zwischen Shook und Puffys Camps, Big Jake aka Jake Robles, der Freund und Bodyguard von Shook, angeschossen, während er versucht, in die Limousine einzusteigen, also hinterrücks. Er verstirbt letzten Endes an den Verletzungen. Ein bestimmter Bodyguard von Puffy namens Jason soll dafür verantwortlich gewesen sein. Big Jake habe sich wiederholt an seine Perle rangemacht. Das wird auf der Straße jedenfalls gesagt. Shook jedenfalls beschuldigt dann im Endeffekt Puffy dafür und macht ihn ganz persönlich dafür verantwortlich. Also auch für den Tod von Jake. Ab da geht's los. Shook entwickelt eine extreme Abneigung gegen Puffy und spricht das auch gerne laut und vor allem live an. Gemeint ist hierbei sein epischer Auftritt bei den Source Awards im August 95. Einen schnellen Shoutout an Tupac, der gerade in der Clinton Correctional Facility sitzt, während das alles vonstatten geht und den Shook ein paar Tage vorher im Knast besucht hat, um ihm das Angebot zu machen. Und danach noch diese Ansage an Puffy, live. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Und wie man hört, die Leute buhen. Ganz New York buht. Aber Snoop setzt noch einen drauf. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast and Alpha. Und Puffy nimmt sogar Stellung dazu. I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out. Contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row and Suge Knight for their accomplishments. And all this East and West that needs to stop. Und nochmal 2 bis 3 Monate nach diesem Vorfall wird auf der Death Row Weihnachtsfeier der anwesende New Yorker Mark Anthony Bell von Suge, Tupac und weiteren Leuten auf ein Zimmer begleitet, wo er geschlagen wird, gezwungen Urin zu trinken und die Adresse von Puff Daddys Mutter in New York rauszurücken. Als diese Info später Puff Daddy erreicht, bekommt dieser wirklich Paranoia. Es geht sogar so weit, dass er sich Security aus Los Angeles anheuert, um genau zu sein aus Compton. Und zwar die Gegenseite von Shooks Mob Pyrus, Keefy D und seine Southside Crips.
Es wird noch besser. Ab 96 muss Puffy dann tatsächlich eine $10,000 Belohnung auf die Death Row Kette mit Anhänger auf der Straße kundig gemacht haben lassen. Das Gerücht macht auf der Straße damals definitiv überall in bestimmten Personenkreisen die Runde. Das wird von mehreren immer wieder bis heute bestätigt. Das wiederum führt im April 96 dazu, dass Orlando Anderson, Gangmitglied der Southside Crips und Anhang versuchen, die Kette von Shooks Freund Trayvon Lane abzuziehen. Und das alles im Lakewood Mall. Das hat nichts mehr mit Rap-Beef zu tun. Das ist echter Beef. Physischer Scheiß. Es eskaliert langsam aber sicher mehr und mehr. Während des ganzen Spektakels plant Shook längst seinen nächsten Schachzug, den inhaftierten Tupac aufs Label holen. Kurz danach, am 12. Oktober 1995, kann er Tupac Shakur für $1,4 Millionen Kaution freikaufen und zu Death Row holen. Als Gegenleistung muss er einen Vertrag über 3 Alben bei Death Row unterschreiben. Das macht er natürlich. Denn er und Shook kennen sich schon länger und man ist sich öfters mal hier und da begegnet. Einmal kam Shook gerade aus dem Interscope Hauptquartier und Puck wollte gerade rein. Da bietet Shook ihm an, einen Song für den Murder Was The Case Soundtrack beizusteuern. Puck macht den Song sogar und bekommt dafür von Shook 200.000 in bar in einem Koffer. Der Song heißt Life's So Hard und ist produziert von Daz. Wird allerdings von Shook gar nicht benutzt. Erst nach Pucks Ableben kommt dieser auf dem Soundtrack Gang Related CD 1 öffentlich raus. Snoop unterstützt in der Hook. Nur so nebenbei. Ist aber übrigens einer meiner Lieblings-Tupac-Tracks. Und aus Tupacs Sicht ist das folgendermaßen zu sehen. Shook stärkt ihm mit der Kautionstilgung in seiner schwierigsten Lebensphase den Rücken. In einer Lebensphase, in welcher ihn sein Label Interscope Records völlig im Stich lässt. Und jetzt ist er beim stärksten Rap-Label der Welt. Puck fühlt sich bereit genug für den nächsten Schritt und willigt in den Deal ein. Schon solo konnte Tupac in den letzten Jahren mit seinem 93er Album Strictly For My Niggas und seinem 95er Album Me Against The World alles toppen und wurde so zu einem der gefeiertsten Rap-Helden der Szene. Zudem besetzt er mit Me Against The World für 4 Wochen Platz 1 der Billboard-Charts und der Hot R&B-Rap-Alben. Und die Single Dear Mama geht direkt auf die 9. Alles während er im Knast sitzt. Wie gesagt, Tupac kommt am 12. Oktober 95 frei und macht sich direkt ans neue Album. Erster Song soll wohl direkt Ambitions as a Rider gewesen sein. Mit dem ersten Rap-Doppelalbum in der Geschichte All Eyes on Me und der Single California Love wird Puck damit unumstritten und direkt zum Zugpferd des Labels. Puck, Snoop, Dre, Dog Pound, Nate Dogg, Lady of Rage und so weiter und so weiter. Zudem passt er perfekt als Ergänzung in die derzeitige Beef-Situation zwischen Shook und Puffy, da Puck ja auch ein Riesenproblem mit Biggie hat. Die Probleme zwischen Puck und Biggie erkläre ich übrigens sehr ausführlich in meiner Tupac-Doku. Einfach hier oben rechts klicken. Und so kommen wir zu dem Anfang vom Ende von Death Row Records. Bis etwa 95 sieht man tatsächlich nichts von Shook Knight. Er tritt nie in Erscheinung. Er möchte die Aufmerksamkeit und die Kameras und so weiter anfangs überhaupt nicht. Anfangs. Man liest nur auf jeder einzelnen Death Row CD immer wieder diesen fett gedruckten Namen unter Executive Producer. Shook Knight. Und obwohl auch Harry O. Shook immer wieder geraten und empfohlen hat, sich stets im Hintergrund zu halten, schafft es Shook nicht für ewig, sich daran zu halten. Irgendwann ab 95 tritt er öfter und öfter in Erscheinung und gibt dem allseits präsenten Namen ein Gesicht und eine Statur. Man muss dazu wissen, Shook Knight ist knapp 1,90 und ein Ochse von Mann. Irgendwann gibt er sogar Interviews oder lässt sich für Magazincovers ablichten. Er genießt seinen berüchtigten Ruf und den Fame, die ihm der Labelerfolg bringen. Leider geht der Kontakt mit Harry O. zeitgleich immer mehr in die Brüche. Shook ignoriert immer öfter seine Anrufe und antwortet nicht, stellt sich den Fragen nicht.
So viele verkaufte Platten, so viel Umsatz, so viel Gewinn und so weiter. Und an Harry O wird nichts herangetragen. Er erfährt einfach gar nichts. Shook geht mit Kenner sogar so weit, dass sie neue Verträge zwischen Death Row und Interscope auflegen und dabei GF Entertainment und Harry O komplett ausschließen bzw. rausschneiden. Lydia Harris bestätigt in Welcome to Death Row, dass Death Row und Interscope irgendwann einen zweiten und neuen Vertrag ausgehandelt hätten, in dem sie Harry O nicht mehr erwähnt und damit auch nicht mehr beteiligt hatten. Dabei spielt das Geschick von Anwalt David Kenner eine extrem wichtige Rolle. Man muss sich vorstellen, dass dieser Typ, wie gesagt, Shook Knights persönlicher Saul Goodman war. Ein höchst intelligenter Winkeladvokat, der charmant, charismatisch und zu allem bereit ist, was getan werden muss. Jede Grauzone, jeder Fall, egal wie unmoralisch, egal was, er regelt alle Angelegenheiten mehr als souverän. Immer. Harry O's Kontaktperson nach draußen ist seine Frau Lydia Harris und diese steht in konstantem Kontakt zu Anwalt Kenner. Dieser habe mit Shook zusammen Harry O von Death Row rausgekattet, während Kenner Harry O bei den letzten Knastbesuchen wiederholt bestätigt habe, dass alles in Ordnung sei und dass er sich keine Sorgen machen müsse. Nachdem er seine Haftstrafe von 30 Jahren, von 25 bis lebenslänglich für versuchten Mord abgesessen hat, folgt direkt die 20 Jahre Strafe für seine Drogengeschäfte im Lompoc, wo er bis 2018 Häftling bleibt. Bis, ja, dazu komme ich am Ende noch. Shook Knight nimmt in der Rap-Welt eine Position ein, die kaum kontroverser sein könnte. Nachdem er nach und nach immer mehr in den Vordergrund getreten ist und auch oft mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, ist das Image von ihm extrem gespalten. Tupac sitzt ab Ende 94 im Knast. Eigentlich soll er 4 Jahre sitzen, aber seine Haft dauert insgesamt nur 11 Monate. Denn Shook Knight beschließt, ihm ein Angebot zu machen und holt ihn zu Death Row. Denn wie gesagt, Shook beschließt, Ende 95 ihm ein Angebot zu machen und holt ihn zu Death Row. Die einen feiern Shook immer noch als den Labelboss, der Tupac Shakur zurückbrachte, die anderen sehen in ihm einen gescheiterten Kriminellen, der bei seiner Beraubung aller Vermächtnisse Tupacs auch noch jeden letzten Funken Anspruch verloren hat. Trotz der teils berechtigten Kritikpunkte ist ein Fakt unumstritten. Marion Shook Knight hat mit seinem Label Death Row Records den so erfolgreichen West Coast Sound der 90er Jahre maßgeblich mit beeinflusst. Nach dem unbestreitbaren Höhepunkt von Death Row beginnt der Erfolg aber vor allem durch Tupacs Ermordung allmählich zu zerfallen. Anfang 96 bereits steigt Dr. Dre frustriert von der Handhabung Knights aus dem gemeinsamen Label aus und überlässt Shook dabei alle seine rechtlichen Ansprüche auf alle Death Row-Werke, Hauptsache schnell weg hier. Somit verliert Death Row einen beträchtlichen Teil seiner Handschrift und seines Sounds. Tupac und Shook planen zudem Death Row East und geben dies offiziell am 4. September 96 auf den MTV Video Music Awards bekannt. Dazu wird es aber leider nie kommen. Pac hatte geplant, sein eigenes Label Euthanasia mit dem Unterlabel Machiavelli Records zu gründen, auf welchem im Endeffekt auch die Outlaws gesigned werden sollen. Wie gesagt, dazu wird es aber leider nie kommen. Zur endgültigen negativen Wende für Death Row kommt es am 7. September 96 in Las Vegas, als Tupac per Drive-By von 4 Kugeln getroffen wird und nach mehreren Not-OPs und einem entfernten Lungenflügel schließlich am 13. September seinen Verletzungen erliegt. Als dann ein halbes Jahr später, im März 97, auch noch Pacs Erzrivale, East Coast Rap-Legende Biggie sein Leben bei einem Drive-By-Shooting in L.A. verliert, stellt grundsätzlich keiner auf der Straße mehr die Verbindung Shook Knights in Frage. Zu wirklicher Aufklärung kommt es nie gerichtlich, aber dennoch offiziell. Denn nur Greg Kading war in der Lage, Licht ins Dunkel zu bringen. Er ist in der Lage, so viele Indizien und Zeugenaussagen zu sammeln, dass er am Ende die Mörder und alle Involvierten namentlich nennen kann und sogar die Motive aufklären und erklären kann. Wenn du Interesse hast, der Cop im Ruhestand heißt Greg Kading und sein Buch bzw. seine Doku heißt Murder Rap. Den Link dazu findest du auch in der Infobox. Zudem hat er über die Aufklärung der Fälle eine Doku-Reihe bei Netflix produzieren lassen. Diese heißt Unsolved.
Und außerdem ist Greg Kading in vielen Interviews auf YouTube-Formaten zu sehen, wie zum Beispiel zweimal bei Vlad TV oder auch bei Valuetainment. Nach Pucks Ermordung sind Schucks und des Labels beste Tage endgültig gezählt und alles geht ganz schnell steil nach unten. Denn da Schuck auf Bewährung ist, wird er gegen die Tritte gegen den Kopf von Orlando Anderson für insgesamt 9 Jahre in den Knast gehen. Die Beweislage ist klar und das Gericht hat keine Skrupel, ihn in den Knast zu schicken. Die Verurteilung bedeutet nicht nur die längst überfällige Bestrafung für Schucks meterdicke Akte, sondern besiegelt auch den Siegeszug seines Labels Death Row, das sich ohne seinen CEO und Mastermind für die nächsten Jahre in einen verlängerten Winterschlaf legt. Aber er scheint sich im Bau gut anzustellen, denn nach 5 Jahren setzt ihn das State Prison in Portland im August 2001 wieder auf freien Fuß. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, begibt sich der geläuterte Schuck gleich wieder hinter seinen Schreibtisch und arbeitet an einem Relaunch von Death Row Records. Mit einem Archiv voll von alten Tupac-Vocals, dem alten bewährten Team und hochkarätigen Neuerwerbungen will er das mittlerweile in The Row umbenannte Label und seinen Thron wieder zurückerobern. Bei Death Row sind im Zeitraum 92 bis 96 folgende Künstler gesigned: Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, Tupac, The Dog Pound, Nate Dogg, The Lady of Rage, Michelle, Jewel, Danny Boy, The DOC, Eastwood, DJ Quick, MC Hammer, PD Pablo, Left Eye und wahrscheinlich noch viel mehr. Und folgende verabschieden sich ab 96 nach und nach von Death Row. Der erste ist Dr. Dre. Er verlässt Death Row bereits im März 96 und gründet kurz darauf sein eigenes Label Aftermath. Dann Snoop, welcher in dieser Zeit angeblich sogar Morddrohungen bekam. Nate Dogg, Jewel, Sam Snead, Dog Pound, Danny Boy, MC Hammer, Prince Idle Joe. Dafür kommen 96 bis 2001 folgende Künstler dazu: Butch Cassidy, The Realist, Milkbone, Crooked Eye, Spider Loke, später G-Unit, PD Pablo und Left Eye von TLC. Sorry, falls ich ein paar ausgelassen habe. Von 97 bis 2006 kommen folgende CDs, Alben und Sampler: Death Row Greatest Hits, Chronic 2000, Sampler Doppel-CD. Dieser Sampler bzw. sein Name ist übrigens der Grund dafür, dass Dr. Dre's 99 erschienenes zweites Soloalbum nicht Chronic 2000, sondern Chronic 2001 heißt. Ja, weil Schuck davon Wind bekommen hat und den Titel für seinen Sampler einfach benutzt und zuerst rausgehauen hat, bevor Dr. Dre sein Album bringen konnte. Dre war also gezwungen, einen neuen Titel zu finden und hat es dann einfach in Chronic 2001 umbenannt. Ab 97 heißt das Label The Untouchable Death Row Records. Weitere Releases: 97 Gang-Related Soundtrack, Lady of Rage, Necessary Roughness. Im selben Jahr signed Death Row Rapper The Realist, der so ähnlich wie Tupac klingt, sowie YGD The Top Dog, die dafür kritisiert werden, dass ihre Namen und Attitude billige Imitate von Pac und Snoop seien. 99 Das, Retaliation, Revenge and Get Back. 2000 Snoops Dead Man Walking. Der Titel war damals eine krasse Provokation. Snoop ist damals bei Masterpiece No Limit Records gesigned und dieser sagt: Egal wer mit Snoop ein Problem hat, der hat auch mit mir eins. P stand voll hinter Snoop und hat ihm eigentlich seine Karriere bewahrt. P hat sich nämlich mit Shug Knight getroffen und Snoop ein für alle Mal freigekauft. Er hat Shug sogar noch ein paar Hunderttausender Trinkgeld obendrauf gelegt. Schon korrekt, dieser Master P. Shug wieder frei. Am 6. August 2001 wird Shug wieder freigelassen und führt seine Versuche fort, das Label wieder zu etablieren. Trotz des bösen Blutes scheint Corrupt wieder gezwungen, bei Shug zu sein, was auch einen Keil zwischen ihn und Das treibt. Da Corrupt sogar als Bonus der neue Vizepräsident des Labels Death Row werden wird. Das Label ändert den Namen übrigens 2001 auch in The Row Records um. Aber kommen wir zurück zu Shug.
2002, das zweite Jahr, in dem Shook versucht, sich wieder zu fassen und zu etablieren, schlägt das Schicksal wieder zu. Denn im April 2002 verunglückt die neue Labelhoffnung und TLC-Mitglied Lisa Left Eye Lopez mit ihrem Auto tödlich. Sie befindet sich gerade in Honduras, hat Freunde und Kameras dabei. Sie dokumentiert ihren Aufenthalt, aber auch den Autounfall. Ihr Tod löst Trauer auf der ganzen Welt aus. TLC war in den 90ern weltberühmt und hatte viele Hits, wie zum Beispiel No Scrubs oder Waterfalls. Sie hinterlässt eine große Lücke bei denen, die sie liebten, aber auch im Roster von Death Row. Auch Shook persönlich erwarten keine rosigen Zeiten. Trotz der Zeit im Bau kann er seinem kriminellen Leben nicht abschwören und muss wieder wegen illegalem Waffenbesitz für 60 Tage ins Gefängnis. Doch das soll immer noch nicht der letzte Eintrag in seiner Akte gewesen sein. Denn nur 5 Monate später bedient ihn ein Parkanweiser so penibel, dass der pflichtbewusste Angestellte von Shook Knight verprügelt wird. Nächste Anzeige. Letztendlich wandert Shook dafür im August 2003 für 10 Monate in das Mule Creek State Prison in Kalifornien. Im selben Jahr signen Dre mit Aftermath und Eminem mit Shady Records den im Untergrund überkrass gehypten New Yorker Rapper 50 Cent. Sein darauf folgendes Album Get Rich or Die Tryin' wird in dem Jahr alles an Konkurrenz im Game rasieren. Angeblich besuchte Shook Knight mit 20 Latinos den Videodreh bzw. das Set von In The Club und alle gerieten in Panik. Ein paar Sekunden lang alles ruhig. Shook sieht sich um, zieht an seiner Zigarre und gibt nach ein paar Sekunden schließlich das Zeichen, sie werden wieder gehen. Und gehen dann einfach wieder. Nach dieser obligatorischen Wiedersehensfeier mit Familie und Freunden geht Shook ab 2004 gleich wieder an die Arbeit für The Row. Neben dem neuen Album des derzeitigen Label Zugpferdes Corrupt, Against the Grain, und der Verpflichtung P.D. Pablos macht der umstrittene Rap-Mogul als letztes dadurch von sich reden, dass er zur Weihnachtszeit ein Album veröffentlichen will, dessen Erlös an bedürftige Familien vom im Irak eingesetzten US-Soldaten gestiftet wird. Ob der Knast den chronisch Kriminellen diesmal zu einem harmlosen Wohltäter gemacht hat, ist aber zu bezweifeln. Der Name Shook Knight ist einfach zu eng mit zwielichtigen Personen und kriminellen Machenschaften verstrickt. Im August 2005 wird Shook in einem Miami-Club attackiert, während er gerade sein Leben chillt. Schön in so einer klassischen Sitzecke mit Champagner, Ladies. Und da kommt der Typ einfach auf Shook zu und schießt einfach auf ihn. Er hat ihm dabei zum Glück nur ins Bein geschossen und auch keine anderen verletzt. Aber das Beste, der Täter konnte lediglich wie folgt beschrieben werden. Männlich, schwarz, mit pinkem T-Shirt. Okay, nice. Ebenfalls im selben Jahr gewinnen Lydia und Michael Harris, aka Harry O, einen Gerichtsstreit über knapp 107 Millionen US-Dollar gegen Shook und Death Row. Davon bekommt Ehefrau Lydia 1,2 Millionen ab, kurz bevor sie sich danach scheiden lassen. Im April 2006 bestätigt sich zumindest das lange Gerücht, dass The Row vor dem finanziellen Aussteht. Shook Knight meldet für sich und sein Label Konkurs in Millionenhöhe an. Die Ära Death Row hat damit ein für alle Mal ein Ende gefunden. So wie der Name Shook Knight. Am 15. Januar 2009 wird Death Row Records von Wide Awake für 18 Millionen Dollar gekauft. 2009 bringen diese das Chronic-Album erneut raus, aber inklusive 7 unreleaseder Bonus-Songs. Dann noch Snoop Doggy Dogg's Death Row Lost Sessions und The Ultimate Collection mit einer Best-of und 2 CDs mit unveröffentlichten Songs plus einer DVD mit Videos, darunter auch das Dre-Video Puffin' on Blunts, das nie veröffentlicht wurde. Kann man aber mittlerweile auch auf YouTube bestaunen. Und 2010 macht Shook Knight wieder mal Schlagzeilen, denn der Friseur Greg the Barber knockt ihn vor einem LA-Nachtclub aus. Das Video und die Bilder gehen viral. 2012 geht Wide Awake bankrott, aber verkauft 2013 alle Death Row-Rechte für 180 Millionen. Und zwar dem kanadischen Entertainment-Konglomerat E1 oder Entertainment One. Death Row ist jetzt also in Kanada ansässig. 2014 verkaufen Dr. Dre und Ted Field die Rechte der Beats Electronics exklusiv an Apple für über 3 Milliarden Dollar. Die Firma wurde 2006 gegründet und 2008 wurden die ersten Kopfhörer auf den Markt gebracht.
Die Marke schlug auf den Markt sehr gut ein und legte die Messlatte für die Branche aufs nächste Level. Dre hat nach Death Row also nochmal richtig die Kurve gekriegt. Erster Hip-Hop-Milliardär. Crazy. Im August 2019 kaufte Spielzeughersteller Hasbro E1 auf für 4 Milliarden, was sie gleichzeitig zum Besitzer von Death Row machte. Und schon 2021 wird die Sparte E1 Music inklusive Death Row Records nochmal weiterverkauft werden. Und im Hintergrund finden weiterhin Verhandlungen statt, aber erst weiter mit Mr. Knight. Kapitel 10. Suge Knight heute. Suge Knight sitzt derzeit lebenslänglich für den Mord an Terry Carter. Die Hintergründe? Für Hollywood wird in der Zeit 2013 der autobiografische NWA-Film gedreht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Herr Knight im Film auch dargestellt wird. Suge wurde von den Produzenten, Dr. Dre und Ice Cube aber nicht nach einer Berechtigung gefragt, um ihn als Figur darstellen zu dürfen. Und er will klären, wie er dargestellt wird und in welchen Szenen. Also möchte er auch Zugriff aufs Drehbuch und stellt somit jede Menge Bedingungen und Hindernisse auf. Zumindest scheint das sein Plan zu sein. Und so erscheint er am Set zum NWA-Film Compton's Most Wanted und sucht das Gespräch. Dabei will sein Freund Terry Carter das Treffen arrangieren, aber Suge gerät mit Schauspieler Clay Sloan, aka Bone, in eine verbale Auseinandersetzung, die jedoch erstmal unter Kontrolle scheint. Bone und Carter begeben sich währenddessen zu einem nahegelegenen Diner, wo Suge dann auch auf dem Parkplatz auftaucht, immer noch in seinem Pickup sitzend. Eine nächste Konversation mit Bone, die so ausartet, dass Bone an die Fahrerseite von Suge kommt, sie sich streiten und Bone ihm letztendlich eine boxt, während Suge in seinem Pickup sitzt und plötzlich zurücksetzt, dabei erst Terry Carter überrollt, dann nochmal vorwärts Gas gibt und beide überrollt. Terry Carter stirbt noch an Ort und Stelle. Bone kann überleben. Selbstverständlich flüchtet Suge danach. Zeugen sagen aus, dass es nach Absicht und nicht einem Unfall aussah. Und so wird Suge kurz danach in Gewahrsam genommen und am Ende sogar für 28 Jahre, also lebenslänglich, ins Gefängnis gehen. Und die Kaution wird auf 25 Millionen Dollar gesetzt. Suge klappt bei der Verkündung der Kautionssumme zusammen und verliert das Bewusstsein. Er wird wohl für den Rest seines Lebens nicht mehr freikommen. Der Moment, in dem man realisiert, should have been all in the videos, all on a record, dancing, 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 dancing. Death Row bringt insgesamt über 60 Alben und Soundtracks raus und die Singles noch dazu und verkauft dabei zig Millionen Platten und machte hunderte Millionen an purem Gewinn. Zur Peak belief sich das Death Row Imperium auf eine halbe Milliarde Dollar, was heute etwa 975 Millionen wären. Künstler, die bei Death Row gesigned waren. Viele Menschen aus dem Death Row-Umfeld und auch enger Involvierte haben in der Death Row-Ära oder danach mit ihrem Leben bezahlen müssen. Einige sind auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen, teilweise bis heute ungeklärt. 95 Big Jake, aka William Radcliffe. Dann Tupac. Nach dem Attentat auf Tupac etwa 11 Tote durch Schießereien zwischen den beiden Gangs, den Crips und Bloods. Die einen auf der Orlando Anderson Southside Crips Seite, die anderen auf der Mob Piru Bloods und Shooks Seite. 97 Biggie. Dann Hendog, der Zeichner vom Death Row Logo. Shooks Kopfgeldkiller, Pucci und wer weiß wie viele Gangleute im Hintergrund noch. Aber auch mysteriöse Geschichten wie bei der Hitmaschine Producer Johnny J, der angeblich Harakiri begangen haben soll. Er ist im Gefängnis über eine Brüstung gestürzt oder soll gesprungen sein. Nie im Leben, sagt seine Frau. Er wurde geäpstient, ist die Vermutung. Ich sage auch, auf keinen Fall Selbstmord. Johnny Lee Jackson, so bürgerlich, hat für Tupac viele Hitbeats geliefert. Zum Beispiel, How Do You Want It? Are You Still Down? Death Around The Corner? Pour Out A Little Liquor? Und mehrere Songs auf den Alben All Eyes On Me, Still I Rise, Are You Still Down und Better Days. Johnny J ist nach Tupacs Tod im Besitz unreleaseder Pac-Songs, unter anderem auch das Master von Unconditional Love. Er bekommt mit, dass Death Row plant, dieselbe Version des Songs zu veröffentlichen, aber statt der Tupac-Lyrics wird MC Hammer auf dem Song sein. Und deshalb gibt Johnny J diesen Song seinem Kollegen Damien Young,
welcher Chef beim Radiosender Power 106 FM ist und öfter unveröffentlichte Songs von Johnny J bekommt, um zu testen, wie die Hörer auf die Songs reagieren. Unconditional Love kommt dabei so gut an, dass er in die Rotation kommt und 50 Mal die Woche gespielt wird. Wochenlang. Der Anwalt von Interscope meldet sich beim Sender und weist auf das Fax hin, welche das Airplay des Songs verbietet. Das Fax sei aber nie angekommen. Der Song wird weitergespielt. 3 Tage später erhält Damien Young einen handgeschriebenen Brief als Fax. Eine Drohung. Er solle sich vorsehen, wenn er weiter unveröffentlichtes Tupac-Material spielen würde. 4 Tage später, am 21. Oktober, erhält Johnny J auf seinem Pager die Message 187. Johnny glaubt, die Nachricht käme von Death Row und gemeint wäre damit der kalifornische Polizeicode für Mord. Zusätzlich folgt kurz danach ein Anruf von Stephen Levy, hohes Tier bei Priority, mit dem Rat, er solle gut auf sich aufpassen, falls er plant, weiterhin unveröffentlichte Pack-Songs rauszugeben bzw. spielen zu lassen. Johnny sieht das eher als Ratschlag statt als Drohung. 2008 wird er zum 3. Mal wegen Trunkenheit am Steuer gebastet und kommt für 3 Jahre in die Twin Towers Correctional Facility, wo er am 3. Oktober verstirbt. Wie gesagt, angeblich durch selbst Harakiri. Es heißt, er habe sich gegen 6.45 Uhr von den Wärtern unbemerkt entziehen können und sei über das Treppengeländer im 4. oder 5. Stock in den Tod gesprungen. Er wird erst über eine halbe Stunde später bewusstlos aufgefunden, ins Krankenhaus gebracht, aber um 7.22 Uhr für tot erklärt. Dann Tupac Ex-Bodyguard Frank Alexander, der schon ab 97 wiederholt Morddrohungen erhalten hatte, mit der Abkürzung DRR Wants You Dead. DRR, Death Row Records. Seine Leiche wurde 2013 in seinem eigenen Haus vorgefunden, mit mindestens einer Schusswunde. Ein Selbstmord sei auszuschließen. Und wer weiß, wer noch alles im Hintergrund zu Schaden kam. Und, wie Biggie das so schön in einem seiner letzten Interviews sagt, I gotta stay on a positive vibe. All my people's gotta stay on a positive vibe, you know. And negativity just brings failure, you know. Ist so. Leute aus dem Death Row-Umfeld, die immer noch aktiv sind oder sich in der Öffentlichkeit in Interviews zeigen, sind zum Beispiel Dr. Dre, der mittlerweile Milliardär ist, wie gesagt, und am Ende immer rechtzeitig die richtige Entscheidung getroffen hat. Ob bei der Trennung von Ruthless oder Death Row oder beim Signing von Eminem. Dann Snoop, der konstant präsent war, ob mit Musik, in Filmen oder TV-Shows. Snoop ist bis heute aktiver Künstler und Entertainer. Corrupt und Daz, zumindest haben die auf jeden Fall in den letzten Monaten und Jahren immer noch musikalische Lebenszeichen von sich gegeben. Und ihre Social Media Accounts haben sie auch noch, zum Beispiel Instagram. The DOC ist auch noch da. Er hat erst vor kurzem, vor einem halben Jahr oder so, ein Interview bei Vlad TV gegeben. Danny Boy gibt zum Beispiel auch immer noch Interviews. Reggie Wright Jr., dessen Firma Right Way Security bei Death Row als Sicherheitsunternehmen registriert war. Er gibt immer wieder Interviews und beantwortet Fragen. Gibt's alles auf YouTube. Aber es gibt auch Gerüchte, dass er in dem Biggie-Mord mit involviert war. Was davon stimmt und was nicht, ist noch eine andere Frage. Im Februar 22 kündigt Snoop es dann offiziell an. Er hat Death Row Records gekauft. Eine, wie ich finde, sehr erfreuliche und belebende Nachricht. Und er hat sogar schon direkt was released. Sein Album Back on Death Row. Snoop hat auch dafür gesorgt, dass der Death Row-Katalog fast komplett für Social Media verfügbar ist. Zum Beispiel für TikTok. Und schließlich auch Harry O. Seine Geschichte geht 2018 weiter. Ein wichtiges Ereignis wollte ich noch erwähnen. Denn die Klage gegen Shook und Death Row führt zu einer Schadenssumme von, wie gesagt, 107 Millionen Dollar, die Michael Harris zugesprochen werden. Er bekommt Recht. Nachdem er seine Haftstrafe von 30 Jahren von 25 bis lebenslänglich für versuchten Mord abgesessen hat, folgt direkt die 20 Jahre Strafe für seine Drogengeschäfte im Lompoc, wo er bis 2018 Häftling bleiben sollte. Aber als eine seiner letzten Handlungen im Präsidentenamt hat der damalige US-Präsident Donald Trump Harry O seine lang ersehnte Begnadigung gewährt und ihn nach 30 Jahren Haft in die Freiheit entlassen. Harris hat sich seitdem nicht besonders oft in der Öffentlichkeit gezeigt, aber ab und zu. Es gibt Fotos mit Dr. Dre, mit Snoop
und er war Ende 22 bei einem Podcast, wo er einige interessante Fragen beantwortet hat. Gibt's auch bei YouTube als Interview-Video. Okay. Und falls ich deiner Meinung nach irgendwas ausgelassen habe, das du wichtig findest oder etwas falsch war, dann lass mir deine Anmerkung als Kommentar da. Die Besten werden angepinnt. Und damit bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, dein Interesse, deine Aufmerksamkeit und deinen Support. Bis zum nächsten Video. Peace out und One Love. Mo. Fugger!